Hallo Leute und herzlich willkommen zu GPL Season Nummer 8, Spieltag Nummer 14, dem letzten Spieltag, beziehungsweise Teambuilding vom letzten Spieltag, gegen den guten Bene und seinem Team Victini Bottom. Dieses Team besteht aus einem Lando T, einem Zeraora, einem Slowking, einem Blacephalon, einem Roserade, einem Muhafnir, einem Bishop, einem Bronzong, einem Tauros, einem Morwell und einem Clefairy. Durchaus Switches dabei, die mir nicht so gut gefallen. Das Zeraora finde ich einen Ticken schlimmer als das Clefable, muss ich sagen, weil ich habe echt keine so mega geilen Antworten gegen Zeraora. Also, ich habe schon gute Antworten, muss ich sagen, aber irgendwie sehen die im Großen und Ganzen nicht so geil aus. Also, Weezing Galar wäre durchaus ein Check, wenn er physisch ist zumindest, aber er hat halt so einen Slowking, so einen Bronzong, die mich nerven. Klar habe ich sehr effektive Hits gegen die, aber den mache ich so maximal überhaupt ein Drittel mit Glück. Und dann schallern die mich einmal mit Psychic weg. Yuxi sieht eigentlich ganz nett gegen Zeraora aus mit Foreplay und U-Turn. Allerdings, wenn da Blacephalon kommt und Free Shadow Ball klickt, finde ich das nicht so geil. Bishop ist da so ein kleiner Dorn in meinem Äuglein. Und so wirklich durchbrechen tue ich auch nicht wirklich gegen sowas wie Slowking. Lando T toxic mich halt und ich habe das Gefühl, dass Yuxi potenziell zu leicht abused wird in dem Matchup. Und Lanthorn wäre ansonsten nochmal auf jeden Fall ein Switch in. Allerdings sieht Lanthorn jetzt meiner Meinung nach mit Zeraora und Roserade echt nicht mehr so geil aus. Er hat eine Electro-Immunity neu dazu. Wenn das ein Sub-Zeraora, das so ausgelegt ist, dass es Gold oder Surfer von Lanthorn lebt, ist, dann kann er auch Lanthorn komplett abusen. Ähnliches kann er auch mit Roserade fast schon machen mit einem Sub. Und das finde ich ehrlich gesagt echt nicht so geil. Dementsprechend sind das so ein bisschen schwierige Kandidaten. Also Zeraora offensiv finde ich sehr nervig. Dann finde ich die defensive Kombination aus Lando T, Slowking, Roserade und Bronzong sehr nervig. Erstens kriegt er Spikes und Rocks damit. Zweitens hat er halt mit Slowking guten Regenerator-Mon, dass das Ganze so ein bisschen zusammenhält. Und er wird wahrscheinlich wieder die Cobra Berry auf Bronzong haben. Wahrscheinlich wird auch dieses Mal eine Yachi Berry auf dem Roserade sein, kann ich mir gut vorstellen. Lando T wird, denke ich, dieses Mal ein bisschen speedier unterwegs sein, weil Moltres jetzt in meinem Team ist. Das heißt, er wird schneller als der eigentlich immer sein, um Katapult oder Rockslide zu klicken. Ich weiß nicht genau, was er für ein Set bringt. Lando T hat leider auch viele Optionen. Scarf, Bulky, Leftovers, alles Mögliche ist da durchaus dabei. Und ich hasse alles daran. Also die fünf sehe ich eigentlich relativ stark kommen. Und dann ist es eigentlich ein Fragezeichen für mich, welches offensive Mon noch kommt. Ich denke, Blacephalon, Neuvan, Bishop oder Tauros kommt noch. Ich finde alle vier nicht wirklich richtig geil gegen mich. Sie sind alle okay. Blacephalons Matchup ist, glaube ich, ein bisschen schwieriger geworden, dadurch, dass jetzt Moltres und Savelli im Team sind. Weil erstens Feuerspam jetzt nicht mehr so gut funktioniert. Ich meine, ich hatte davor halt Lantern. Dann sehe ich jetzt nicht wirklich als richtig geilen Switch hin, aber selbst dann sweept er nicht so gut durch und ich habe halt immer ein Aqua-Jet von Crawdant, deshalb, ich weiß nicht, ob Blacephalon hat beim letzten Mal irgendwie nicht so wirklich scheinen können. Jetzt mit Silvally habe ich auch noch meinen guten Switch hin und wenn ich Lantern und Silvally mitnehme, dann macht Blacephalon gefühlt gar nichts oder ist immer in der 50-50, wo er quasi eine Nullrunde potenziell kassiert. Das kann er nur verhindern, wenn er Sub oder Callmind potenziell spielt, aber ich weiß nicht, ob das das optimale Set ist. Dann habe ich doch noch mal ein paar Mons, die den outspeeden. Das ist nicht so geil. Neumann hat das Problem, dass ich halt einen Eisschadmon habe. Prinzipiell habe ich auch Tapu Koko, welcher halt schneller ist. Ansonsten kommt auch Lantern noch mal in Neumann ganz gut rein. So ein Superfang Hurricane Set ist auf jeden Fall was ich mir gut vorstellen kann, was kommen kann mit einer U-Turn und Roost. Der ist auf jeden Fall ein Kandidat, der mir ein bisschen ins Auge gestochen ist, den ich nicht ganz so geil finde, weil ich nicht so viele Möglichkeiten habe, den richtig gut rauszunehmen. Ja, und dann ist da halt noch Bishop auf jeden Fall. Der hat halt Sucker Punch, Low Kick, Iron Head und Knockoff wahrscheinlich dann als Moves. Die sind allesamt okay, aber nicht überragend. Ich kann mit Sub Gengar da ein bisschen rumspielen. Moltres, wenn er Sucker Punch, könnte er potenziell Flame Body kassieren. Mamo ist schneller. Tapu Koko ist schneller, schallert den ganz gut eine rein. Also ich weiß nicht, ob es... Also von allen finde ich Bishop sogar mit am schlechtesten. Und dann ist da noch Tauros. Tauros sieht nicht schlecht aus, aber Tauros hat so ein bisschen, glaube ich, ein Moveslot-Problem. Der will Body Slam spielen, der will CC, glaube ich, spielen. Der will Iron Head eigentlich für das Weezing Galar spielen. Und er will potenziell auch EQ spielen. Throat Chop ist noch so eine Sache. Vielleicht sogar Ice Beam für Alola Kokowai. Also, der hat da so ein bisschen so das Problem, dass er nicht weiß, was er machen soll. Also, am ehesten sehe ich noch Neuvan, Blacephalon und Tauros. Morwai und Clefairy sehe ich nicht so wirklich. Ich finde, die beiden sind nicht wirklich strong gegen mich. Morwai könnte mit so einem Air Balloon Set vielleicht gegen Mamoswine kommen. Wie es Present gemacht hat mit Incineroar, nur dass Incineroar halt dreimal besser ist gefühlt.
Clefairy wird eigentlich komplett hops genommen von Sub-Gengar. Also eigentlich sub ich ge gegen Clefairy fast immer mit Gengar. Außer er spielt natürlich Knockoff, dann ist nochmal was anderes. Dann spielt aber Moonblast, Knockoff, Moonlight und hat dann entweder Rocks oder Teleport. Und ich habe zwei Mons, die ziemlich sicher Knockoff mitbringen. Das sind Mamo und Crawdon. Und dann ist Devoleed weg und dann tankt auch Clefairy nicht so viel. Moltres ist auch ein Kandidat, der potenziell sogar, wenn nichts wollen würde, dagegen subben kann. Also Clefairy sehe ich auch nicht so wirklich. Morbei eigentlich auch nicht. Also ich sehe schon sehr. Also die fünf Mons, denke ich, werden auf jeden Fall kommen. Und dann kommt halt irgendein offensives Mon wie Neuvern oder Tauros oder Blacephalon, und da müssen wir halt gucken, was es davon ist. Je nachdem könnte der ein oder andere Kandidat halt besser und der andere Kandidat wiederum schlechter sein. Das ist halt ein bisschen kritisch, nennen wir das Ganze mal. Kritischer Hase. Ja, gucken wir mal, was wir so dagegen dabei haben. Wir haben als erstes dabei Mamo mit einer Custard Berry und einem Endure Set. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, weil ich sehe nicht wirklich zwingend ein Damage-boostendes Item, das ich zwingend bräuchte. EQ macht auch so gegen alles einen sehr guten Two-Shot. Slowking, wenn es Fistiff kommt, ist ein bisschen schwieriger, muss ich gestehen. Aber solange ich denen seinen Chip-Damage mitgebe, den ich ihm geben möchte, ist das eigentlich ganz gut. Denn Endure gibt mir die Möglichkeit, dass nachdem. Also, Zeraora ist so die Sache. Ich will ja eigentlich mit meinem Ground-Tap Zeraora besiegen. Das Problem ist, dass mein Ground-Tap gefühlt gegen Zeraora verliert, wenn er Greznot oder CC halt einfach spielt. Und das ist nicht cool, dass ich davon einfach umgeboxt werde. Und ich kann nicht wirklich Scarf spielen, weil Bronzong den zu gut checkt und mein Dual-Step dann nicht einfach durchbuttert. Dementsprechend muss ich andere Möglichkeiten finden, mein Mamo schneller zu machen. Und das war entweder Sub-Selec, was ein bisschen schwieriger zum Umsetzen ist, meiner Meinung nach. Möglich, aber nicht so einfach, gerade wenn da ein Neuwand steht. Wobei Neuwand eigentlich irrelevant ist, den Eisschade, ich vergesse das wieder. Aber es ist schwierig, das, glaube ich, umzusetzen, weil gegen was habe ich denn? Klar, gegen Lando kann ich es haben, dann kommen halt trotzdem Bronzong rein. Und bis ich Bronzong runtergechippt habe, dauert es Ewigkeiten, dann muss ich wieder das haben und das ist alles zu nervig. Deshalb ist, glaube ich, Endure Custard Berry besser. Vor allem, wenn wir in eine Range von Mamo kommen, wo halt Custard aktiviert wird und wir nicht in Endure quasi drin sind, kann der auf jeden Fall nochmal was machen und dann riecht er das nicht direkt. Wenn ich Ausdauer drücke, ist ja natürlich klar, dass er das riecht. Aber wenn Bronzong weg ist, bringt es ihm, glaube ich, auch eher weniger was. Ansonsten sind wir natürlich schneller als Adamant Bishop, haben Dösigkeit als Fähigkeit, damit wir nicht von Bedrohung affektiert werden, von der Notiz, dass wir den immer schön Eisschad reinschallern können. Ja, Icicle Crash oder Icicle Spear hätte ich gerne gehabt für Roserade, aber ich denke, Roserade wird eh schneller als Mamoswine sein und dann eine Yachi Berry spielen, dass es den immer rausnehmen kann. Dann haben wir natürlich noch unser Crawdon dabei. Ich glaube, es ist 1 zu 1 dasselbe Set vom letzten Mal. Nach einem D-Dance sind wir schneller als Lando T. Haben Knockoff, Krabhammer, Aquajet und Mystic Water. Ich glaube, sehr viel mehr muss ich zu dem nicht erklären. Der macht halt genau dasselbe, was er beim letzten Mal gemacht hat, weil das Team von Bene sich nicht so umgewandelt hat, dass er das nicht machen könnte. Im Gegenteil, es geht nicht unbedingt besser. Roserade hat er jetzt als guten Aquajet-Switchen. Also, wenn wir Blacephalon mit einem Aquajet umboxen wollen, kann er nicht einfach so was Defensives wie Bronzong oder Slowking reinwerfen, sondern hat jetzt in Roserade auch noch was ganz Gutes. Bronzong und Slowking hatten halt beim letzten Mal. Oder das wären beim letzten Mal seine Aquajet-Switch-ins gewesen, die aber dann gegen Knockoff wiederum verlieren. Roserade ist halt schneller als Crowder und deshalb funktioniert das dieses Mal nicht ganz so einfach. Neuwang könnte, wie gesagt, dieses Mal auch kommen, weil ich finde, dadurch, dass Zeraora jetzt dabei ist und auch Roserade, sieht Tapu Koko nicht mehr so strong aus. Das heißt, Neuwang wäre auf jeden Fall Mondes eben mit Superfang, Hurricane, U-Turn, Roost echt nervig sein können und ich habe jetzt gerade gar keinen Bock mehr. Ich habe den am Anfang gar nicht so gesehen, jetzt finde ich ihn echt schlimm. So, ansonsten haben wir noch Gengar mit Spell-Attack dabei, Shadow Ball, Sludge Bomb, Focus Blast und Sub. Sub logischerweise, damit ich mit Sub Focus Blast potenziell Bishop rausnehmen kann. Ansonsten Shadow Ball ist halt geil gegen das meiste, was er im ganzen Team hat, was halt jetzt nicht Tauros heißt. Für das Tauros hätten wir nochmal Fokusstoß. Ich überlege gerade, hat Gengar in irgendeiner mir unbekannten Dimension die Möglichkeit, da irgendwas zu umgehen? Nein, ich glaube nicht. Das Problem an einem Subset ist, Neuwan halt kann Infiltrator spielen und kann damit dann quasi den Sub umgehen und mich trotzdem mit Hurricane rausnehmen. Das ist nicht ganz so geil, wenn er halt Hurricane spielt und den auch hittet. Das finde ich nicht ganz so nett. Ich überlege gerade, ob wir irgendwie Sludge Bomb wegmachen können, aber damit wir gegen Clefairy auch sicher gewinnen und den einfach mit Sludge Bomb angreifen können zur Not, würde ich das eigentlich auf jeden Fall gerne drauf lassen. Zumal es nochmal ein Move ist, womit ich Tauros einfach zu 100% treffe, was eine ganz coole Sache ist.
Dann haben wir noch Moltres Gescarf dabei, ohne Boots. Ich hasse es, weil der hat eine vierfache Tarnsteinschwäche und ich mag das überhaupt nicht, von weil Bronzong echt gut Tarnsteine bekommt gegen mich. Spiel Flammenwurf, Hurricane, Scorching Sands und U-Turn. Wir brauchen irgendwas, was schneller als Terraoris und potenziell ganz gut Damage drücken kann. Das ist Moltres. Wir machen jetzt nicht mega viel Damage, muss ich gestehen. Wenn das AV Terraoris ist, wird es zu einem. Also Zeraora. Wird Zeraora tatsächlich ein großer Problemkandidat? Ist er sowieso schon gegen das Team, was ich dabei habe. Aber hey, ich weiß halt nicht. Also ich sag, AV könnte kommen, aber AV verliert halt gegen Lanturn, glaube ich. Wobei auch nicht mal das zwingt. Oh, ich hoffe, er bringt nicht AV Zeraora, der wäre super nervig. Aber wir haben damit wenigstens ein Mon, was prinzipiell auf dem Papier schneller wäre. Flammenwurf sieht eigentlich gegen das ganze Team sehr angenehm aus. Neuwan und Slowking sind halt da, die Switch-ins. Deshalb ist auf jeden Fall noch der Hurricane hier drauf, damit wir nochmal einen Move haben, der das Neuwan auch heavy hittet. Mit Scorching Sands können wir potenziell Blacephalon sehr effektiv hitten, wenn er sich auf dem Feuer-Move gelockt hat. Und solange Sylvally im Spiel ist, muss er das eigentlich fast. Weshalb ich weiß nicht, ich sehe das Blacephalon einfach nicht. Jetzt habe ich sogar überlegt, Scorching Sands wegzumachen und einfach Air Slash hier hinzuballern. Ich gucke mir einmal kurz den Kalk an. Moment. Okay, wir haben jetzt auch Orkan draufgepackt. Ist jetzt nicht die sicherste Variante, Blacephalon zu revengen, aber prinzipiell habe ich ja eigentlich auch einen Crawdaunt, den revengen kann. Also ist das, denke ich, komplett okay. Wir spielen also Flammenwurf, Hurricane, Air Slash und U-Turn. Mit Flammenwurf sind wir halt sogar auch stärker, zum Beispiel. Oder fast gleich stark wie Scorching Sands. Deshalb macht das für mich keinen großen Unterschied, ob ich jetzt Flammenwurf oder Scorching Sands gegen Zeraora drücke. Ich meine, klar, wir könnten den Burn mitnehmen. Aber im Endeffekt habe ich inzwischen jetzt doch ein bisschen Respekt vor dem Neuwan bekommen, muss ich sagen. Und deshalb würde ich den ganz gerne nochmal heavy hitten können mit Hurricane und eigentlich ziemlich sicher Two-Shotten. Ja, ob das uns gelingt, ist halt die andere Frage. Weil Slowking und Neuwan sind halt die Switch-ins da rein und gegen die muss ich halt U-Turn und dann muss ich gucken, dass wieder Mamo gegen Neuwan kommt. Dann müssen wir wieder gucken, wie wir da weitermachen. Na, es ist halt dieser ewige Kreislauf. Also im Bronzong brauchen wir auf jeden Fall auch noch ein Switch-in. Erst einmal brauchen wir aber trotzdem nochmal eine Absicherung gegen Blacephalon. Das ist unser Sylvally hier. Spideff. Damit wird er nicht getwo-shottet nach Rocks und einem Modest Fire Blast. Also die zwei Fireblasts reichen nicht aus. Multi-Attack, Crunch, Ice Beam und Defog ist hier drauf, weil ich eben den Defog haben will, weil da Spikes, T-Spikes und Rocks kommen können. Ist halt sehr nervig, weil mein Defogger ist grounded. Das heißt, ich nehme den Damage auf jeden Fall mit. Und das finde ich nicht so geil, aber ich muss halt irgendwie einen Defogger dabei haben, zur Not, dass ich das irgendwie ausbremsen kann, gerade wegen Lavados. Und Weezingalar hat sich da halt leider nicht angeboten, Tapu Koko auch nicht. Also ich habe vier Defogger in meinem Team und ich glaube, ich habe in meinem Leben noch nicht so viel Defog gedrückt wie zu der Rückrunde, aber hey. Und das, obwohl ich Boots auf Lavados spiele. Aber ja, mit dem Special Attack haben wir gute Chancen, Lenotima rauszunehmen. Multi-Attack reicht eigentlich immer zum Two-Shot gegen sowas wie Roserade, wo ich es gerne hätte, zu Tauros und sowas. Also das ist ganz cool. Wir können mit dem Set nicht wirklich was gegen Bishop machen, muss ich sagen. Aber wie gesagt, ich sehe Bishop jetzt auch nicht so sehr kommen. Ich sehe inzwischen immer mehr Neuwand tatsächlich noch kommen als potenziell zweites offensives Mon. Das halt alles so ein bisschen mit Superfang anchippt. Also ja, kann ich mir sogar sehr gut vorstellen, dass das der Problemkandidat werden könnte. Ich habe auch kurzzeitig überlegt, ob Gengar vielleicht der Scarfer ist. Aber bei Gengar ist das Problem, dass Roserade potenziell ganz gut reinkommt. Das kann Synthese, kann dann auf Shadow Ball reinkommen, dies, das. Und deshalb bin ich immer noch im Überlegen, ob hier nicht die Psychic geiler ist. Das gucke ich mir nachher gleich auf jeden Fall nochmal an. Auf jeden Fall hier der Blacephalon-Absicherung und auch allgemein Roserade zum Beispiel nochmal ein ganz guter Switch. Dann haben wir zum Schluss noch Rocky Helmet, Alola Executor dabei. Und der hat Giga Drain, Flammenwurf, Dragon Pulse, Synthese drauf. So, der ist bulky, checkt Zeraora. Zeraora kann mit Player of Element Life Orb, glaube ich, meinen Alola Kokowai two-shotten. Bei Expert Belt bin ich mir unsicher. Das Wichtige ist, dass ich dem Chip Damage mit Rocky Helmet mitgebe, damit meine Prios den ein bisschen behandeln können, dass Moltres den relativ sicher rausnehmen kann. Das ist so die Hauptaufgabe von dem. Nebenbei hat Bene nicht wirklich einen Switch in diese drei Coverage Moves. Also er hätte einen mit Clefairy, aber wie gesagt, ich glaube nicht, dass der kommt und zur Not kriege ich den, denke ich, gehandelt. Synthese können wir uns nochmal heilen. So, warum spielst du jetzt nicht Trick Room Downy? Trick Room sieht actually echt gut aus. Guckt mal, was Slowking und Bronzong, wenn sie Coverage Moves gegen mein Team machen, ausrichten. Slowking und Bronzong zusammen können im Trick Room und deshalb habe ich inzwischen ein bisschen Angst, dass Bene gegen mich Trick Room bringt. Echt eskalieren. Ich habe keine mega geilen Scald Switchen, Scald Ice Beam Psychic. Sehen tatsächlich echt gefährlich aus, meiner Meinung nach, gegen mein Team. Auch Crawdon will da jetzt nicht unbedingt reinkommen ins Gold. Ne? Logischerweise will nicht geburnt werden. Und Bronzong kann Trick Room, Rock Slide, Body Press, Psychic spielen.
muss nicht unbedingt EQ fahren und auch das ist super nervig. Klar, ich hätte defensive Mons, mit denen ich das handeln kann, aber die sehen halt nicht so geil aus. Und gerade weil ich hier mit sehr viel Druck in diesem Team arbeiten will, weil ich meine, klar, die zwei sind ein bisschen bulkiger investiert, aber so krass defensiv sind die jetzt nicht. Die sind ja auch offensiv gedacht. Alola Coco war im Übrigen ansonsten 3 Punkte schneller als Morwile. So physisch defensiv natürlich, wie gesagt, um Zeraora zu checken, weil sonst habe ich keinen guten Switch hin. Also zumindest nicht dabei. Also ja, ist das auch eine schwierige Sache. Deshalb, also es gibt, ich finde, ich weiß nicht, was passiert ist, aber irgendwie sehe ich viel mehr Möglichkeiten in Benes Team inzwischen. Ich glaube, es liegt wirklich daran, dass Manabas jetzt tatsächlich raus ist, dass Slowking und Bronzong halt jetzt diese Trick Room Gefahr auf jeden Fall darstellen, weil sonst hätte Manabas die eigentlich abgefangen. Hatte ich aber sowieso nicht dabei, also auch zur Hinrunde hätte ich davor durchaus Angst haben können. Jetzt habe ich auf jeden Fall Angst, weil ich das gesehen habe und ich bin gespannt, was er macht. Also wird eine schwierige Kiste. Ich rechne am ehesten, wie gesagt, Slowking, Bronzong, Roserade, Lando, Zeraora und Neuvern. Weil er mit Zeraora und Neuvern zwei Monster, die halt schneller sind als eigentlich fast alles in meinem Team, was jetzt nicht Coco heißt. Und da ist Zeraora immer noch schneller. Ich weiß nicht, ob er Scarf Lando T unbedingt bringen will. Ich finde Scarf Lando T nicht gut gegen mich, weil ich sehr viele Immunities habe. Klar kann er U-Turn gegen die klicken, aber gerade so ein Weezing Galar denkt sich dann, ja gut, dann friss halt mein Rocky Helmet, wenn du unbedingt willst. Deshalb bin ich mir da echt unsicher, ob er das machen will. Und Flame Buddy kann natürlich auch vom Moltres getriggert werden. Deshalb glaube ich nicht, dass das so kommt. Ich sehe ihn da eher in einer Bulky-Variante, das so ein bisschen Toxic vielleicht auch sogar verteilt. Also Toxin-Lanoti nervt mich ein bisschen, weil ich ansonsten Lanoti mit Alola Kokowai auch noch handeln könnte. Aber ja, ich denke, das ist mit das Beste, was ich bauen konnte. Ich habe mich auch sehr offensiv gehalten, weil ich nicht gesehen habe, dass ich das Balance-Matchup zwingend gewinne. Ich habe auch das Bulky-Offense-Matchup nicht wirklich gesehen, weil meine Monster dafür halt einfach bulky genug zwar sind, aber dann fehlt mir der Damage-Output wieder und das wollte ich auch nicht. Also dachte ich mir, okay, komm, entweder du spielst Trick Room gegen das Team oder du spielst dieses nahezu HO-Team und das ist dann das nahezu HO-Team geworden. So, ich bin auf jeden Fall gespannt, was wir gegen Bene machen. Ich habe keine Ahnung, um was es für mich geht. Wird super. Hey, ich gebe mein Bestes. Ich will natürlich trotzdem gewinnen. Ne? Ich hoffe einfach, dass alle gegen Bene verloren haben und ich dann jetzt einfach diesen Moment zum Scheinen habe und mir denke, jawohl, wenn ich jetzt gegen Bene gewinne, bin ich der zweimalige Besieger des GPL Season 8 Gewinners und das wäre eigentlich eine coole Sache und zwar der einzige. Und ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel hier. Oh hey, kurze Randinformation, wir spielen Psychokinese auf Gengar und nicht mehr Sludge Bomb, weil ich nicht so viel Angst vor Clefairy habe. Plus, denke ich, ist Psychic besser, weil wir damit Roserade two-shotten. Cool.